Hallo, hier ein kleiner Nachtrag zur Ringelblumensalbe. Ich habe euch ja letztens ein Video gemacht, wie ich sie hergestellt habe, und ich möchte euch mal die Farbe zeigen. Das soll so das Ergebnis sein, ja, so gelb-orange. Dann ist die Salbe richtig stark. Und dann noch ein kleiner Tipp, auch als Nachtrag. Ich habe ja über die Wollwachs-Alkoholsalbe gesprochen, die man in der Apotheke bestellen kann. Und das ist halt sehr interessant. Also im Internet waren eben so krasse Preise über 35 bis 45 Euro für ein Kilo. Das ist sehr, sehr heftig. Und das ist Quatsch, ja. Also macht das auf keinen Fall. So, dann bin ich hier in der Kleinstadt in die Apotheke gegangen. Und die wollten erst auch 34 Euro haben. Da dachte ich, wie bitte? Ich habe das in der Großstadt immer für 10 oder 12 Euro bekommen. Und auf einmal hieß es, naja, oder ich frage mal die Chefin wegen Prozente, dann wären es 14 Euro. Ich so, naja, 14 oder 34, das ist ja schon ein Unterschied, ne? Also, ich würde die Salbe gern bestellen, aber ich kaufe sie nicht für 34. So, als ich dann ein paar Tage später wiederkam und die Salbe abholte, verlangten sie dann halt 21 Euro. Und dann habe ich einen Bekannten in Leipzig angerufen und ihn gefragt, ob er da halt mal in die Apotheke, in die ich früher gegangen bin, ob er da das gleiche mal bestellen kann, und hat 9,99 Euro bezahlt. Ohne Diskussion, ohne, ja, da muss ich erst die Chefin fragen und irgendwas. Also der Hintergrund ist, die Apotheken arbeiten selbst mit der Salbe und bestellen die sowieso immer. Wenn man gleich ein ganzes Kilo haben will, dann haben die das nicht immer gleich parat, deswegen bestellen sie es dann eben extra. Aber die bestellen diese Salbe für sich selbst sowieso und deswegen dieser Preisunterschied, ja. Also in der Großstadt, wie gesagt, ohne dass man extra diskutieren muss, bekommt man Wollwachs-Alkoholsalbe 1 Kilo für 10 Euro, in der Kleinstadt für 21 Euro. Und wenn man unwissend ist, dann hätte man vielleicht sogar 34 Euro bezahlt. Und das ist dann doch ein bisschen teuer für die Salbenherstellung. Deswegen, also es ist möglich, 1 Kilo für 10 Euro zu bekommen. So, und dann kann man eben aus dieser Grundsalbe verschiedene Salben herstellen. Man kann sich auch eine Thymiansalbe machen, sozusagen eine Brustsalbe bei Erkältung. Ja, man kann aus verschiedenen Sachen, wie jetzt Beinwellwurzel, ja, eine wunderbare Salbe machen. Und in diesem Fall eben ist es die Ringelblumensalbe. Jo, das wollte ich euch nochmal erzählen und zeigen, wie also die Farbe am Ende aussehen soll. Also ich mache es ja so, dass ich es 3 Tage lang ziehen lasse und immer wieder einmal am Tag erhitze für gut eine Stunde und dann wieder ziehen lasse. Ja, und dann kommt eben dieses Ergebnis raus. Nach einem Tag durchziehen sieht es noch lange nicht so orange aus. Ja, und es war auch wieder günstig, eben das wirklich zum Blütemond zu machen. ja, und wir haben übrigens am Wochenende, also Samstag, Sonntag, die jetzt kommen, wieder Blütemond, diesmal im Wassermann. Also, am Wochenende Blüten sammeln, in der Sonne, auf jeden Fall vielleicht eine gute Idee. Gut, also dann, habt ein schönes Wochenende, haltet gut durch und denkt bitte alle positiv und bestimmend daran, dass es regnen soll, dass wir Wasser brauchen. Der erste Brand in Deutschland ist da, der erste Waldbrand in Brandenburg, und also denkt daran, dass es regnet, weil die Gedanken formen unsere Welt. Und wenn gesagt wird in den Nachrichten immer, ja, es wird nicht regnen, nein, es wird nicht regnen. Ich habe jetzt auch mal mit einer Oma auf der Straße so kurz geredet. Nein, nein, es wird nicht regnen, es wird nicht regnen, sagt sie dann so. Wenn wir das denken, beeinflussen wir die Welt mit. Das klingt vielleicht, ja, wie Zauberei und ein bisschen unglaublich. Aber probiert es einfach aus. Umso mehr Menschen positiv an Wasser und an Regen denken, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er kommt. Glaubt das oder auch nicht, egal. Denkt einfach positiv. Es wird ganz bestimmt nützen. Okay, ciao.